Yo, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. Yo, kleine Info voraus, ich bin etwas erkältet, man hört es vielleicht ein bisschen, aber ich versuche es ein bisschen zu regulieren. Okay, wir haben ein paar Dinge zu besprechen, die wir auch besprechen werden, und ich merke gerade, mein Ton ist viel zu laut. Wenn ich gleich meine Hand frei habe, werde ich ein bisschen leiser machen. So, besser so, besser. Gut, was haben wir zu besprechen in dem Video jetzt hier? Ein paar kleine Dinge, sowas passiert ist diese Woche. Stand der Aufnahmen, was bald passieren wird, Kanaltrailer mal wieder. Zum Streamen habe ich ein paar Sachen noch zu erzählen jetzt demnächst, was passieren wird. Und ja, mal schauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit dem, was passiert ist diese Woche. Ja, diese Woche habe ich Dragon Ball Xenoverse angefangen. Das ist das Projekt, von dem ich schon so lange gesprochen habe. Ich war mir nicht sicher, ob ich das zu dem Release halt vorher bekomme. Und ich habe es am Mittwoch schon gehabt, habe es auch am Mittwoch direkt schon gestarten können, zum Glück. Da hatte ich aber am Mittwoch auch gleich ein klitzekleines Problem. Dazu werden wir gleich kommen. Ich möchte erst ein bisschen was zum Spiel erzählen, so wie mein Empfinden bisher so ist zum Spiel. Also, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, am Samstag kam ja, es kam bisher jeden Tag Scheiße. Verdammte Kacke. Zwei Parts am Tag, bis auf den Mittwoch, da kamen sogar drei. So. Es wird so sein, dass nächste Woche wieder regulär ein Part pro Tag kommen wird, also wie meine ganz normalen Projekte halt kommen. So, und ihr könnt mir mal am Arsch lecken, ich will aufholen jetzt hier. Oder ab nächste Woche halt ganz normal. Was passiert? Am Mittwoch habe ich ja drei Parts, wie gesagt, hochgeladen. Hat auch ganz wunderbar alles geklappt, kein Problem gewesen. Nur, der zweite Part hat erstmal fast, ja, sagen wir mal, wirklich lang gebraucht zu verarbeiten. Im Prinzip ist der Embed noch nicht fertig. Ich habe das Video auf privat geschaltet zurzeit und ja, das ist immer noch nicht freigeschaltet. Ich habe es jetzt auch gelöscht, also ich habe es jetzt heute gelöscht, weil ich nicht mehr darauf warten will. Und habe das nochmal neu hochgeladen, musste es nochmal neu rendern und da hat es mal einmal geklappt. Ich habe keine Ahnung, was das Problem war. Und naja. Wir sind inzwischen bei Part 11 müssten wir sein. Ja, Part 11 müssten wir sein, weil ich habe ja bisher, wie gesagt, zwei Parts hochgeladen. Und ja, wie gesagt, mir gefällt das Spiel sehr gut. Es gibt halt einen kleinen Nachteil im Spiel und das ist halt, wenn man die Kämpfe verloren hat, dass man wirklich alles wiederholen muss, was man verkackt hat. Und das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie euer Empfinden da in der Sache ist. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Also ich finde es ganz okay. Gut. Fehlt das noch in Ordnung. Hab's nicht total verkackt. Nicht total versagt, aber ne, geht schlimmer. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns gleich im nächsten Rennen wieder. Bis gleich! Okay, weiter geht's. Wir fahren, ja, das Ruin-Level, wo mir der Name wieder nicht einfällt. Ist auch egal. Wie gesagt, Dragon Ball Xenoverse ist ein cooles Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Das ist auch, wie gesagt, das einzige Problem an dem Spiel halt, wenn man mal einen Kampf verkackt hat, wenn es mehrere Kämpfe in einer Runde sind, dass man halt alles wiederholen muss. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke mal, man kann das beheben. Es gibt auch einen Season Pass zu dem Spiel und ich denke mal, den werde ich mal noch holen. Mal gucken. Das entscheide ich denn spontan. So, Stand der Aufnahmen. Wie sieht es im Moment aus? Ich habe Kingdom Hearts, habe ich noch zwei Parts auf Reserve. Und von Zelda habe ich gar nichts mehr. Das müsste ich wieder aufnehmen. Das hatte ich auch vor, aber da ich ein bisschen erkältet bin, wollte ich das nicht heute noch machen. Das werde ich, denke ich mal, morgen früh machen, da ich ja erst um 13 Uhr den Part brauche. Also werdet ihr einen Part bekommen, der ziemlich frisch ist sogar. Und naja, sowieso, im Moment ist es ja so, wir müssen jetzt als nächstes die Skulltulas sammeln. Habe ich euch ja gesagt im letzten Part, dass ich jetzt anfangen will, die Skulltulas zu sammeln. Und da kann ich ja zum Glück Soße zusammenschneiden und dass ich das Soße dann nachkommentiere. Deswegen wäre das nicht mal so tragisch. Das mache ich aber, wie gesagt, scheiße. Dann, wenn ich die Zeit dazu finde und wenn meiner Stimme es wieder besser geht, sagen wir mal so. Also, Wie soll er das jetzt gemacht, ey? Wie unlogisch war das denn? So, jetzt fahre ich jetzt erstmal hier lang. Ich bin da noch nie. Okay, gut, ging noch eigentlich. Und eine Bombe. Wow. Und ja. Wie gesagt, Zelda muss ich aufnehmen, habe ich bisher nichts. Dann fangen wir mit dem Skulltulas im nächsten Part an. Und so lange ist das Spiel auch gar nicht mehr. Wir haben das meiste jetzt sogar geschafft schon. Nachdem wir die Skulltulas eingesammelt haben, ist ja im Prinzip ja nur noch die Challenge, das Spiel durchzuspielen. Und wenn wir das Spiel durch haben, werden wir die Herzteile erholen, das ist ja klar. Und dann ist es ja im Prinzip, was zur Hölle war das jetzt gerade? Wie unlogisch war das gerade? Ich bin aus meinem Kugelwilli rausgekommen und dann haut er mir eine rein da. Was ist das für eine Kacke? What the fuck, ey? Ja, Leute, ist klar. Ja, und genau. Das sehe ich jetzt mindestens genauso wieder. Oh man, ey, ja. Wir haben verkackt, einmal ein Rennen und dann ist Schluss mit lustig hier.
Jetzt ist Schloss. Jetzt werde ich verkacken. Jetzt bin ich 12. Wow, ich bin sogar 12. Wow, läuft heute bei mir. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren bei den Aufnahmen gerade, ne? Ja, wir waren bei den Aufnahmen, waren wir. Und ja. Was nach. Was. Jetzt weiß ich nicht, was ich. Ja, jetzt krieg ich ganz kein Items mehr. Ja, wir haben es verkackt. Das können wir knicken, wir sind letzter. Das können wir knicken. Das können wir knicken. Yeah. Komm, wir bleiben stehen, warten, bis das Rennen zu Ende ist. Ja. So weit, so gut. Naja, ich habe den Faden verloren. Ich muss kurz überlegen, was ich sagen wollte gerade. Deswegen, naja. Dann werden wir uns sagen, wir hören uns im nächsten Rennen wieder. Die Strecke ist eh scheiße. Die Strecke ist eh scheiße. Das ist meine Entschuldigung dafür. Okay, bis gleich. Okay, weiter geht's. Wir fahren Excitebike-Strecke. Juhu, eine Strecke, die ich sogar kann. Okay, was nehmen wir als nächstes Thema? Ich bin jetzt eigentlich in der Lage sogar, PS Vita-Spiele aufzunehmen. Ja, ich bin in der Lage, PS Vita-Spiele aufzunehmen, wenn ich es wollte, aber sagen wir mal so, ich wüsste jetzt direkt kein Spiel auf der Vita, was ich unbedingt Let's Playen würde, bis auf Tales of Hearts vielleicht oder, lass mich kurz überlegen, die Hyper Dimension-Reihe oder, aber das kann ich auf der PS3 auch spielen, alles, das wäre nicht das Problem, aber es gibt halt wirklich nicht, leider nicht so viele Spiele, die sich lohnen, auf der Vita zu spielen. Ist eine nette Konsole auf jeden Fall, aber meist nicht. Wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr was man spielen könnte, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Mal schauen, was man da so machen kann, ne? So, ich habe einen Pilz, kann mal ein bisschen Stoff geben, ja? Ich kann nicht jedes Rennen so derbs verkacken wie gerade eben. Also mal wieder ein bisschen ein... Wow, was war das denn jetzt gerade? Ich bin zwei damit einmal. Wer hat das denn gemacht? Wow! Und ja, ist nett auf jeden Fall. Und naja. So, das ist auch nur ein kurzer Anschnitt gewesen. Mehr gab es dazu gar nicht zu sagen bisher. Ich habe es auch probiert schon aufzunehmen. Ja, es funktioniert alles wunderbar. Und ja. Wenn ich, wie gesagt, Lust hätte, irgendwas davon aufzunehmen, könnte ich es machen. So, jetzt habe ich eine allgemeine Frage mal an euch. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir auch gerne Vorschläge für Themen hier reinschreiben in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr mal besprechen wollt mit mir oder sowas, das können wir dann gerne hier machen. Ist kein Problem, denn irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen, dann werde ich keine Themen mehr haben zum Kanal oder irgendwelche Infosachen zum Kanal. Und wenn ich dann einen Part für den Mario Kart brauche, ist es halt dumm gelaufen, wenn ich dann halt nichts mache. Und naja, ihr versteht das, denke ich mal, worauf ich jetzt gerade hinaus will. Wow, das war jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt gerade. Und ja, danke. Wow. Er ist echt so ohne Scheiß. Ein Fehler machen und dann ist man voll im Arsch hier. Ja, komm, leck mich am Arsch hier. Einfach nach vorne ballern. Ich habe bei gern welche Leute getroffen. Yeah, 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 yeah. So, können wir ein bisschen einholen, ja. Ich würde gerne mal ein bisschen Punkte holen. Ich würde gerne zumindest diesen Part versuchen, die 4000 Punkte zu... What the fuck war das denn jetzt? Ich bin Vierter, ey. What the hell, ey. Wow. Okay, das war unerwartet jetzt. Juhu, 4000 Punkte. nee, 3100. Was soll ich? Kann ich zählen. Bin ich doof, ey. Oh man, oh man, oh man. Okay. Bis gleich. Okay, nächste Strecke. Wario-Abfahrt. Yay! Eine Strecke, wo wir runterfahren. Okay. So, was können wir sonst mal besprechen noch? Was haben wir noch so Schönes? Meine nächsten Projekte, die ich geplant habe von... Wir können erstmal so anfangen. Was für Projekte habe ich noch geplant von dem Projekt, die ich schon mal Let's Played habe? Also, da haben wir ja auch schon so manches gemacht. Also, ein paar Dinge haben wir auf jeden Fall jetzt schon gespielt. Boah, ich dachte, was? Ich hab. What the fuck? Ich hab getroffen, ey. Okay. Ich habe ja viele Sachen schon Let's Play. Es sind über 30 Projekte auf meinem alten Kanal. Und da habe ich ja auch zu euch schon gesagt, ich würde gerne davon auch einen Teil wiederholen. Und einen Teil davon habe ich ja auch schon wiederholt. Und es wird auch ein großer Teil davon noch wiederkommen. Aber naja, was wollen wir davon Let's Play? Das ist halt die Frage. Und ja. Das können wir gerne besprechen. Ich habe ja vor langer, langer Zeit mal bei Facebook ein Bild reingepostet. Wenn ich dran denke, werde ich das an dieser Stelle mal zeigen, das Bild. Ich hoffe, dass ich dran denke, weil sonst bringt dieses Gespräch hier gerade gar nichts, was wir gerade machen. Und ja, da würde ich gerne euch fragen, was ihr von den Projekten da sehen wollt mal, was ich gerne nochmal Let's Playen soll. Also ich habe mir so überlegt, also es gibt manche Spiele, die ich auf jeden Fall nochmal spielen würde. Zum Beispiel Mario Galaxy würde ich auf jeden Fall nochmal Let's Playen. Ich will Mario Galaxy 2 auch spielen unbedingt noch. Und es gibt halt auch zum Beispiel One Piece Pirate Warriors 1 würde ich gerne nochmal Let's Playen, nochmal ordentlich. Und Pirate Warriors 2 auf jeden Fall, weil ich es nicht beenden konnte damals. Final Fantasy Dissidia habe ich Let's Played damals, das würde ich auch gerne nochmal spielen, weil
Da war auch ein bisschen Dinge, die ein bisschen falsch gelaufen sind zum Schluss bei dem Let's Play damals bei mir auf meinem Kanal. Und, Herr Kingdom Hearts, hole ich jetzt zum größten Teil schon alles nach. Dragon Ball Budokai 3 würde ich auch nochmal gerne Let's Play. Was haben wir noch? Muss ich kurz überlegen. Ich weiß nicht alles aus dem Kopf, weil das. Ich sehe die Liste ja selbst gerade nicht. Und deswegen ist das ein bisschen schwer für mich, das gerade so zu sagen. Und ich bin Dritter. What the hell, ey. Was zur Hölle mache ich jetzt gerade hier? Das war ein bisschen kacke, weil ich gerade übelst zu schnell war, um in die Kurve reinzukommen. Wie gesagt, es gibt halt ein paar Projekte, die ich, wie gesagt, wiederholen würde, auch gerne noch. Wie gesagt, ich zeige euch die Liste hoffentlich. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon unbedingt mal sehen wollt wieder. Dann würde ich das nochmal let's playen. So ist das nicht. Ich bin dazu eigentlich nicht, also ich bin dazu geneigt, das nochmal zu wiederholen. Ich würde auch die New Super Mario Bros. U-Reihe noch beide Teile spielen, also den normalen Teil und den von Luigi. Würde ich beide gerne auch nochmal spielen. So ist das nicht. Und wir sind Fünfter. Yeah! Von 12. Okay. Wow. Gut. Ich schaue, wie viele Punkte wir bekommen. Ob wir Punkte überhaupt bekommen. Ich weiß es nicht. Das haben wir aber jetzt gleich. Da, 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 da. 11 Punkte. Wuhu! Okay. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Okay, bis gleich. Okay, fünftes Rennen. So, wir haben jetzt gerade gesprochen, welches Spiel ich auf jeden Fall nochmal jetzt playen will. Oder ihr dürft mir Vorschläge, wie gesagt, schicken. Wie gesagt, ich würde, wäre gerne die New Super Mario Bros. U-Reihe nochmal let's playen. Galaxy würde ich auf jeden Fall nochmal gerne let's playen. Kingdom Hearts Reihe let's play ich ja gerade schon. Dragon Ball würde ich gerne let's playen. Ich würde auch gerne, diese Idee nochmal let's playen. Bei Crisis Core weiß ich nicht genau, ob ich das noch ein drittes Mal machen soll. Ich habe das bei Fucor TV damals schon let's played und dann bei mir auf meinem eigenen Kanal ja nochmal. Es wäre dann das dritte Mal doch schon und naja. Ob das so ein drittes Mal nochmal so einen Sinn hätte, ich weiß es nicht genau. Ist halt schwer zu beschreiben gerade. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber ich weiß noch nicht genau. Final Fantasy X weiß ich nicht genau, weil es kommt bald ja nochmal ein Remake dafür raus. Ob ich das nochmal bringen soll oder nicht, mal schauen. Das weiß ich noch nicht genau. Pokémon werde ich auch nochmal was let's playen, aber ich werde dann nicht die Smaragd-Edition let's playen wie damals. Das werden wir denn schauen. So, jetzt kommen wir zu den Projekten, die ich auf gar keinen Fall nochmal let's playen will von damals. Da gibt es so ein, zwei Spiele, die ich auf jeden Fall nicht nochmal let's playen will. Weil die mich damals angenervt haben und naja, ich denke mal, ihr versteht das schon. Dann ist zum einen, wäre da Dead Space. Ja, Dead Space ist für die Leute wahrscheinlich ein Begriff. Das habe ich auch gespielt. Es ist eins der Projekte gewesen, die wirklich, wirklich, wirklich scheiße liefen. Und das passte gerade zu der Stelle, dass ich hingefahren bin. Ja, kein... Oh, please, ey. Die wirklich, wirklich richtig schlecht liefen bei mir. Es war eigentlich ein gutes Let's Play. Ich habe mich echt gut angestellt. Wir haben auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und es wurde einfach nicht geschaut. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es einfach nicht... Passt es einfach nicht auf den Kanal. Ich glaube, habe schon damals gedacht, dass es vielleicht daran lag. Aber es passte nicht auf den Kanal. Dann habe ich damals Killzone 3 Let's Played. War auch ein gutes Spiel. War eines der ersten Projekte auf meinem alten Kanal. Das würde ich auch nicht nochmal wiederholen. Weil ich denke mal, es ist ein altes Spiel. Und ich glaube, das würden die meisten Leute auch gar nicht sehen wollen. Upsala. Ich wollte eigentlich Lukas treffen, aber habe ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Schade, Marmelade. So, können wir mal ein bisschen aufholen nochmal. Ich würde gerne jetzt nicht als Siebter ins Ziel fahren. Das wäre sehr nett. So, kommt schon. Bisschen Stoff muss ich jetzt noch geben, ja? What the fuck, ey? Wie hat... Oh, ich dachte, er trifft mich, ey. Okay, ich dachte jetzt so gerade... Was soll mache ich da eigentlich gerade? Wow. Wow. Wie gesagt, Killzone möchte ich nicht mal noch mal let's playen. Dann würde ich auch definitiv kein Borderlands noch mal let's playen. Das habe ich auch gespielt. Das habe ich damals abgebrochen sogar. Weil es gab da Probleme, so ein paar. Und danke, du Arsch. Das merke ich mir. So. Nein, wieso bremse ich ab, ich Idiot? Oh, ich bin so ein Idiot. Warum habe ich gebremst? Oh, ich habe gebremst, Alter. Oh, ich wollte Achter deswegen jetzt. Ey, scheiße. Okay, so ist das halt mit den Projekten. Wie gesagt, Liste zeige ich hoffentlich gleich. Nächsten, also letzten Stelle auf jeden Fall. Gut, dann bis gleich. Zum letzten Rennen. Okay, letztes Rennen. Wir fahren Yoshis Piste. Ich bin super begeistert, dass wir gerade ausrennen, die als letztes fahren. Aber naja. Gut, wir haben alles soweit besprochen. Wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, für Themen, dürft ihr mir sie gerne reinschreiben. Die nächsten Projekte habe ich, glaube ich, immer letztes Mal schon gesagt. Da hat sich soweit nichts geändert. Ich werde, auf jeden Fall, eine Sache ist noch. Ich werde nach Ocarina of Time nicht direkt gleich mal Majora's Mask let's playen. Da wird irgendwas anderes dazwischen kommen.
Aber das wird dann definitiv auch als drei Herzen One wie Ocarina of Time kommen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Dann habe ich das mit hier Dragon Ball angesprochen, was da los war. Und sonst haben wir echt alles soweit besprochen. So, ich hätte gerne getroffen, aber ich habe Lukas nicht einmal getroffen, ne? Schade. Er ist mein absoluter Todfeind davon und scheiße. Er mobbt mich ohne Kack, ganze Zeit, permanent. Letztes Rennen auch schon wieder. Hat er mit Absicht, macht er das. Und ich habe leider nur drei Pilze und er hat 8 gehabt. Und jetzt verfolgt mich so Gammeliger Rot, ey. Leck mich, ey. So, müsste natürlich den Pilz jetzt einsetzen, ist halt leider so. Und ja. Wir haben alles sonst durchgesprochen, was wir zu besprechen hatten. Wenn irgendwelche Fragen sind, halt einfach in die Kommentare rein. Könnt ihr mir gerne stellen. Und ja. Ich bin ein offenes Ohr, ich höre euch gerne zu. Könnt ihr mir gerne halt stellen, die Fragen. Gut, da haben wir soweit alles besprochen. Und ich hoffe, dass ich diesem Rennen auf jeden Fall nicht so verkackt wie die letzten beiden Rennen. Ich würde mal gerne ein bisschen besser sein als das eine Madrid da nur. So. Wie gesagt, ich bin etwas krank, wenn heute... Eigentlich hatte ich heute vor, 2 Parts noch zu bringen von Dragon Ball. Also einer wäre dann schon online gewesen. Wenn heute nicht 2 Parts gekommen sind, fühlte ich mich heute nicht mehr so gut und hab's dann nicht mehr gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, dass der Part dann nicht kommt. Dann bin ich einfach krank. Dann ist es einfach so, ich bin halt ein bisschen erkältet. Oder ich habe Grippe oder was auch immer. Auf jeden Fall geht's mir nicht so gut. Nicht, dass ihr euch da wundert. Und ich bin in diesen Deppen reingefahren, kann das sein? Oh, ich bin so ein Vollhorst, ey. So. Wir fahren die Abkürzung, weil ich keinen Bock hab mehr darauf, hier hinterher zu gurken, ey. Oh, come on, ey. Was soll der Scheiß hier wieder, ey? Das ist doch nicht wahr, ey. Ohne Kacken aus... Man holt einmal auf. Ich kann jetzt nicht driften gerade. Das ist auch toll. Kann mal ein bisschen was bekommen hier. Zum Beispiel ja die Pilze auf jeden Fall wunderbar. So, ein bisschen mal hier lang gurken. Gurke, Gurke. Okay, auf jeden Fall vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal. Ich bin Fünfter wieder, juhu. Wow, ein Pilz. Das läuft ja richtig... Ist das dein Ernst jetzt gerade hier? Ich akzeptiere das nicht. Ich will Fünfter bleiben. Zumindest das. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns dann im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Sonst spätestens Montag bei den normalen Projekten, wenn es mir gut geht. Wie gesagt, sonst, wenn nichts kommt, bin ich krank. Das werde ich aber dann nochmal posten. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Und wir haben nicht 4000 Punkte immer noch nicht erreicht. Scheiße. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao.